An der Wall Street hatten wir in den letzten beiden Handelstagen die stärkste Rallye seit Anfang Juni. Seit Donnerstag ist es gut 800 Punkte etwa beim Dow Jones nach oben gegangen. Aber möglicherweise ist etwas anderes übergeordnet deutlich wichtiger, nämlich der Euro. Und der könnte eine globale Krise auslösen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ich versuche gleich zu erklären, warum das so ist. Wir wollen uns aber erstmal dem Tagesgeschehen widmen. Naja, so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Wir haben dieselbe Story. Wie immer, wir haben diese Relation fallende Anleiherenditen ist fallende Aktienkurse, steigende Anleiherenditen ist steigende Aktienkurse. Heute sind die Anleiherenditen etwas gefallen, dementsprechend auch die Aktienkurse tendenziell etwas gefallen. Die waren ja zuvor gestiegen aus folgenden Gründen, eigentlich vorwiegend Stimulushoffnungen. China und Deutschland standen da im Fokus, die werden was aktiv tun. Beides ist noch nicht bestätigt, all das sind Gerüchte, ist noch nicht Fakten. Deutschland hat noch nicht wirklich gesagt, offiziell gesagt, wir werden da was machen. Auch China hat das nicht, aber es sind die Hoffnungen, die da ins Kraut geschossen sind. Und es ist dann vor allem die Hoffnung, dass Jerome Powell in Jackson Hole die Erwartungen der Märkte erfüllt, dovish wird, den Märkten entgegenkommt, nachdem die Differenz zwischen der Rhetorik der Fed und den Märkten zu groß geworden ist, muss jetzt die Fed in Richtung Märkte gehen, sonst müssen die Märkte in Richtung Fed gehen, wenn Paul bei seiner Rhetorik bleibt und sagt, naja, eigentlich ist doch alles schick, die Daten waren nicht so schlecht, wir werden wahrscheinlich jetzt nochmal die Zinsen senken, aber dann ist das alles andere als ausgemacht, dass das nochmal passiert und die Märkte haben eben einen Zinssenkungszyklus eingepreist. Es ist also viel Hoffnung eingepreist. Diese Hoffnung kann sich bestätigen, muss sich aber auch bestätigen, damit die eingepreisten Kurse dann auch wirklich Bestand haben können. Aber vielleicht ist wichtiger als die Fed, wichtiger als Jerome Powell übergeordnet eben das, was die EZB machen wird im September auf ihrer Sitzung. Denn da gab es ja schon Andeutungen, dass man da eine ziemliche Keule rausholen wird in Sachen Stimulus. Nun ist die Situation so, dass wir nach etwa 10 Jahren ultralaxer Geldpolitik etwa der EZB sehr wenig Effekte sehen. Wir haben keine wirklich stark verbesserte Kreditvergabe gesehen, die Sparquote ist nicht wirklich gestiegen. Wir sehen Austrocknung an Liquidität, etwa an den Anleihemärkten, an den Geldmärkten. Also die negativen Auswirkungen werden größer und die Dinge, die vielleicht positiv von dieser Geldpolitik ausgehen, die nutzen sich mit den Jahren ab. Die Effekte werden immer geringer, da gibt es ausführliche Studien dazu. Also muss man möglicherweise irgendwas anderes machen. QE kennen wir, Anleihekäufe. Aber vielleicht gibt es da eben was anderes und da ist dieser junge Mann, der schon 2012 war, ist whatever it takes gesagt hat und damit etwas anderes gemacht hat, damals die Euro-Krise maßgeblich Mitte beendet hat und jetzt gibt es Überlegungen, möglicherweise going direct, wie es hier im Englischen heißt, also direkt mal etwas zu machen, nicht über den Umweg, dass man Banken Anleihen kaufen lässt oder sich die Anleihen von den Banken wiederum besorgt, dann ist es ja keine direkte Staatsfinanzierung, nicht wahr, sondern indem man jetzt mal was anderes macht, nämlich den Entities das direkt in die Hand gibt, also den Einheiten, den handelnden Personen, den Konsumenten oder Firmen oder wie auch immer, um direkt Effekte zu erzielen, damit die das direkt ausgeben können, damit das Geld wirklich in den Kreislauf kommt und nicht irgendwie auf Sparkonten dennoch landet. Und das könnte eben jetzt kommen. Aber die Konsequenzen, das hat ein Analyst, ein Angelsächsischer mal aufgezeichnet, die könnten stark sein und nämlich global. Was passiert, wenn die EZB einen radikalen Schritt macht? Dann würde der Euro wahrscheinlich abwerten. Wenn der Euro abwertet, haben wir ein Thema mit dem Yuan, denn der Yuan ist an einen Währungskorb gekoppelt. Der Dollar hat da 22% Gewicht, der Euro nicht sehr viel weniger, nämlich 16%. Würde der Euro abwerten, dann müsste Chinas Notenbank normalerweise auch den Yuan mit abwerten. Das wiederum würde dann wahrscheinlich harsche Reaktionen aus Washington hervorrufen, sowohl gegen China mit neuen Strafzöllen möglicherweise, als auch vor allem dann gegen die EU, wenn also der Euro jetzt weiter unter Druck kommt. Wir kennen die Tweets von Donald Trump, dann könnte das wirklich Reaktionen hervorrufen, dass Trump sagt, naja, ihr seid Währungsmanipulatoren, ihr manipuliert den Euro nach unten. Der Dollar nämlich ist ohnehin sehr, sehr stark. Wir haben heute ein neues Allzeithoch gesehen beim handelsgewichteten Dollar. Da haben wir jetzt den höchsten Stand seit 2002 überwunden oder das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2002 überwunden. Und das ist natürlich dann auch für die amerikanischen Firmen langsam ein Problem. Etwa die
Unternehmen im S&P 500, die größten amerikanischen Unternehmen, also die machen 40%, durchschnittlich 40% ihres Geschäftes im Ausland. Und wenn der Dollar so stark ist, eben gegenüber allen anderen Währungen, dann kommt da weniger Dollargeld in die Taschen. Mithin ist das also schlecht für die US-Konzerne und dementsprechend wird eben wahrscheinlich auch die Politik dann in Washington reagieren und sagen, Leute, so geht es nicht. So haben wir nicht gewettet. Es ist, wie gesagt, heute nicht so wahnsinnig viel Bewegung an den Märkten. Das könnte aber sozusagen übergeordnet ein Trigger sein für die Märkte, dass wir so eine Kaskade an Kettenreaktionen haben. Es entsteht dann Investitionsunsicherheit, die Eurozone rutscht in eine Rezession. Dann machte die EZB radikale Maßnahmen, der Euro wertet ab, weil eben eine Rezession der Fall ist, weil die EZB so agiert. Und dann kommt diese Kettenreaktion mit Yuan-Abwertung, mit den ganzen Konsequenzen, die dann sozusagen als Kettenreaktion der Fall sein könnten. Schauen wir mal auf das, was an der Wall Street heute gespielt wird. Der DAX ist relativ ruhig unterwegs. Wir sehen, dass hier jetzt der S&P 500, also der Leitindex, maßgeblich in dieser Wedge ist, in diesem Trichter ist sozusagen. Wir haben Handelsoptimismus, das war auch einer der Gründe, der ist eigentlich unbegründet. Die Töne zwischen den USA und China werden wieder schärfer. China hat maßgeblich kritisiert, dass Twitter und Facebook chinesische Accounts gesperrt haben, die sich sehr kritisch gegen die Hongkong-Proteste geäußert haben. Dann hat sich China deutlich heftig geäußert gegen die Aufrüstung von Taiwan. Und. Also es ist vor allem so, dass man die Hongkong-Frage nicht mit einem Handelsdeal verbinden will. Genau das wollen die Amerikaner. Mike Pence hatte es gestern gesagt. Wir haben Zinssenkungshoffnungen, wir haben Stimuluserwartungen. All das hat die Märkte nach oben getragen. Aber wie gesagt, das basiert auf Hoffnung. Hoffnung, dass die Fed die Zinsen senkt. Hoffnung, dass China was macht. Hoffnung, dass Deutschland was macht. Hoffnung, dass all das eben so aufgeht, was man sich so in der Fantasie ausmalt, die Märkte zumindest. Und dementsprechend sind wir jetzt eigentlich aus diesem Aufwärtstrend herausgefallen, den wir seit Dezember 2018 haben, also seit diesem herben Abverkauf, den wir hier sehen. Und wir sind hier oben sozusagen an dieser Aufwärtstrendlinie rangeprallt. Und es wird jetzt wahrscheinlich erstmal im kurzen Zeitfenster auf die Fed ankommen, auf Jerome Powell ankommen, der am Freitag in Jackson Hole ja sprechen wird. Jackson Hole ist eigentlich so eine Akademikerkonferenz, das ist nicht wirklich für die Öffentlichkeit. Da ist auch zum Beispiel in den letzten Jahren gab es gar keine Live-Übertragung. Das sind Notenbanker, die akademisch ein bisschen daherquatschen, könnte man sagen. Manchmal sind ja so ein bisschen im Elfenbeinturm, hat man das Gefühl, sind nicht so wirklich nahe an der Realität. Jedenfalls ist diese Konferenz eigentlich so ein bisschen ungeeignet für das, was da besprochen werden soll, nämlich diese große Botschaft, die sich die Märkte davon erwarten. Was haben wir noch? Wir haben Hedgefonds und gehebelte Fonds, die wieder stark short im VIX unterwegs sind, so stark wie seit September 2018 nicht mehr. September 2018 hat es dann ein bisschen gerumpelt an den Märkten. Wir sehen, dass die Märkte aber so ein bisschen abstumpfen hier in Sachen neue Zölle. Wir hatten die erste Ankündigung, Tariff Hike, da ging es dann noch scharf nach unten. Die zweite ging es auch nach unten. Beim dritten ist kaum etwas passiert, nämlich diese Zölle, 10% Zölle auf die restlichen 300 Milliarden an chinesischen Exporten in die USA. Also die Märkte stumpfen so ein bisschen ab, gewöhnen sich dran und denken, naja, die Geldpolitik, die Fed, die EZB, die werden es schon richten. Mal sehen, ob sie es richten werden. Schauen wir uns die Charts an, wie immer von Capital.com. Wir sehen hier den Dow Jones, das ist der Dow Jones, 26.091 Punkte. Nicht wirklich viel verändert. Wir waren vorbörslich auf Future-Basis wieder leicht positiv, dann wurden wir leicht negativ. Jetzt pendeln wir so um und bei um die Ausgangssituation. Wir sehen ein ähnliches Muster beim Nasdaq 7712. Wir sehen den S&P 500 bei 2916 Punkten. Es ging schon mal in Richtung 2900er Marke heute am frühen Nachmittag nach Eröffnung der Wall Street. Was macht der DAX aus der ganzen Chose? Der hält sich bei 11.654. Nicht wirklich Abwärtsdruck da, aber eben das Momentum nach oben fehlt auch ein Stück weit. Wir sehen den Euro, eben diese Währung, die so unter Druck ist, jetzt sich wieder ein bisschen erholen kann, nachdem Merkel ein bisschen Brexit-Hoffnungen gemacht hat, die gesagt hat, naja, mit dem Backstop, da werden wir schon irgendwie eine Lösung finden. Nachdem die Dinge zwischen UKs Premier Johnson und der EU ja sehr verfahren schienen, hat Merkel jetzt einen Versuch gestartet, die Sache wieder etwas zu entspannen. Das hilft auch dem Euro, das hilft auch dem britischen Pfund.
Und es schadet dem Gold nicht allzu stark, das aktuell wieder über der 1500er Marke bei 1503 handelt. Und wir haben das amerikanische Crude bei 56 Dollar knapp drüber. Also, der Euro könnte eigentlich das Zünglein an der Waage sein. Wenn der abwertet, übergeordnet, ist nichts für heute, ist nicht etwas, was man jetzt aktiv traden kann, aber das sollten Sie vielleicht im Hinterkopf behalten, dann könnte das wirklich etwas ändern, etwas bewegen, etwas in Gang setzen. Und die Märkte starren erstmal auf das kurze Zeitfenster. Und das ist eben Jackson Hole, das ist die Fed, das ist die Geldpolitik der Amerikaner. Aber vielleicht ist die gar nicht so wichtig übergeordnet wie jetzt eben in der Situation, wenn etwas Radikales kommt von der EZB. Wir werden sehen. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und